Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Accessoire des Monats. Heute kümmern wir uns um Tamtams und Gongs. Ja, ich habe jetzt hier mal so ein paar Tamtams und Gongs aufgebaut, die wir heute durchsprechen wollen und uns mal näher betrachten wollen. Jedem von euch sind diese Instrumente mit Sicherheit schon mal begegnet, aber wir gehen noch mal kurz darauf ein, woraus die gebaut sind und wie die hergestellt werden. Also man sieht grundsätzlich bei den Tamtams, dass es eine flache Scheibe ist, mehr oder weniger flach. Das hier ist zum Beispiel eine komplett flache Scheibe, die noch nicht mal einen Rand hat und aus Metall besteht. Die goldene Farbe, die kommt daher, dass es halt geschliffen wurde. Und im Rohmaterial sehen die so aus wie dieses Tamtam hier außen. Auch diese goldene Fläche ist abgeschliffen worden und dadurch erhält sie ihre Farbe. Und in der Mitte haben wir wieder einen dunklen, praktisch naturbelassenen Spot, das eher eine Eisen, das eher eine Metall zeigt. Und es ist auch so, dass je weniger glatt diese Tamtams sind, je mehr naturbelassen sie sind, desto besser eignen sie sich eigentlich als Instrumente. Wir hatten auch bei einer der letzten Ausgaben, wo wir über Becken gesprochen hatten, schon mal dieses Thema, dass handgehämmerte Becken einfach viel mehr Spektrum im Klang haben, als welche, die ganz glatt geschliffen wurden. Und es gab so eine Zeit in den 60ern bis 80ern im letzten Jahrhundert, wo das gewünscht war, dass man die Becken sehr glatt schleift und auch Tamtams sehr glatt schleift und Gongs, damit eben ein ganz bestimmter Ton herauskommt oder ein Grundton besonders hervorgehoben werden sollte. Der Ursprung von diesen Instrumenten ist aber eigentlich ein ganz anderer. Also man möchte eben keinen einen Ton, keinen Grundton, keinen Hauptton heraushören, sondern vielmehr ein großes Spektrum an Klängen. Und je unreiner, sage ich jetzt mal, ja, je viel gefächerter dieser Klang ist, desto besser eignet er sich eigentlich für die Musik, für die sie eingesetzt werden. Wenn ich jetzt bei so einem Tamtam genauso wie bei einer Pauke oder bei einer größeren Trommel in die Mitte des Felles schlage, dann kann ich hier einen ziemlich klaren Ton herausholen. Das hört man jetzt, wenn ich mal versuche, genau in die Mitte zu treffen. Also ihr merkt schon, wie sich da einfach ein ziemlich klarer Hauptton durchsetzt und der dann auch stehen bleibt. Was wichtig zu wissen ist, ist, wenn man in die Mitte reinschlägt, eben wie bei der großen Trommel oder bei der Pauke, dann ist der Attack aber auch ein bisschen schärfer, weil sich die Schallwellen sofort wieder treffen in der Mitte. Das heißt, man hat eigentlich ziemlich einen klaren Anschlag und es gibt einen sehr klaren Ton, der am Ende dann übrig bleibt. Wenn man genau hinhört, hört man trotzdem, dass das ganze Instrument im Schwingen ist, was wiederum bedeutet, dass wir es hier mit einem Idiophon zu tun haben, also ein Instrument, was nur durch sich selbst klingt. Es ist also kein Fell, kein Kessel, kein sonst irgendwas dabei. Im schlechtesten Falle schwingt manchmal der Ständer ein bisschen mit, an dem es aufgehängt ist, aber das Instrument an sich produziert den Klang, den es produzieren soll. Und es ist jetzt kein Gegenschlag-Idiophon, also dass zwei Tamtams aneinander geschlagen werden, sondern man muss es halt mit einem Schlägel anschlagen. Ja? Und wenn dieser Schlägel eben genau in die Mitte kommt, dann hat man einen sehr klaren Anschlagston und einen Grundton, der sich durchsetzt und dominant bleibt. Wenn ich diesen Grundton vermeiden möchte, müsste ich weiter rausgehen. Jetzt gehe ich mal ziemlich weit an den Rand hier und hoffe, dass man dann einen sehr breit gefächerten Spektralklang hört. Man hört, dass es viel vielschichtiger ist, ne? Dass also dieser klare Grundton gar nicht mehr so da ist und dass es viel mehr Flirren in den Obertönen dabei sind. Und was auch auffällt, ist, dass wenn ich weiter aus der Mitte rausgehe, der Anschlag, das Anschlagsgeräusch nicht mehr so klar und prägnant ist. Jetzt gehe ich mal gerade in den Bereich zwischen der genauen Mitte und dem äußersten Rand hier und spiele mal das Tamtam an dieser Stelle hier an.
da hört man jetzt einen recht weichen Anschlag, der dann alle Spektraltöne in dem Instrument anregt und die sich dann auch mehr oder weniger gleichmäßig verteilen in den Klang. Jetzt gibt es natürlich bessere und schlechtere Tamtams. Es gibt auch größere und kleinere Tamtams. Das ist jetzt ein, ich würde sagen, mittelgroßes Tamtam. Durchmesser schätze ich mal etwa 90 cm. Da gibt es welche, die noch viel größer sind, also zum Beispiel 100, 110, 120, 135 cm Durchmesser. Und dadurch wird der Ton natürlich viel tiefer und die Obertöne werden viel reicher. Solche noch größeren Tamtams eignen sich aber nicht so gut dafür, dass man klare Anschlagsgeräusche hat, weil die einfach auch eine gewisse Zeit brauchen, um ins Schwingen zu geraten. Wenn man das mal anfasst, so ein Tamtam, und auch schon von der Optik, wie das aussieht, sieht man, dass es ein recht dickes und kräftiges Material ist. Um die ganzen Moleküle da in Schwingung zu bringen, braucht es also auch erstmal eine gewisse Zeit und natürlich auch eine gewisse Schwere. Jetzt betrachten wir kurz mal den Schlägel, den ich hier habe. Das ist ein typischer Schlägel, wie er in vielen deutschen Orchestern vorkommt. Da gibt es auch unterschiedlichste Modelle, mit Sicherheit bessere, mit Sicherheit auch schlechtere. Was aber allen gemein ist, ist, dass der Kopf sehr schwer ist. Und weil der Kopf sehr schwer ist, haben wir bei anderen Instrumenten auch schon mal gelernt, müssen wir dem Schlägel auch dieses Gewicht lassen. Wenn wir den Schlägel jetzt zu weit vorne greifen und damit das Gewicht des Kopfes wegnehmen, dann macht der schwere Schlägel keinen Sinn mehr. Wenn ich den Schlägel hochhalte und mit dem ganzen Arm selber spiele, dann nehme ich auch einen Teil von dem Gewicht des Schlägelkopfes wieder weg. Am besten ist es also, wenn der Schlägel sein ganzes Gewicht irgendwie nach unten ziehen kann und dann mit vollem Gewicht auf das Instrument auftrifft. Dafür benutze ich wieder so eine Technik, die so ein bisschen an Golfspielen oder an Tennis erinnert. Beim Tennisspielen ist es auch so, wenn man einen Schlägel, also einen Ball spielen möchte, dann darf der Schlägel nicht da stehen bleiben, wo er auf den Ball trifft, sondern man muss ihn durchziehen. Das ist beim Golf genauso. Man muss den Golfschläger durchziehen, damit der Ball in Bewegung kommt und nicht beim Ball abstoppen. Ja? Und das ist etwas, was ich bei Tamtam und große Trommel übrigens auch oft anwende, ist, dass der Schlägel so gespielt wird, als ob er weiter hinten auf das Instrument treffen würde. Als ob ich also durchs Instrument durchspielen würde, um möglichst viel Bauch in den Ton hineinzubekommen. Und dann ist es so, dass es zu solchen Instrumenten auch immer dazu gehört, dass sie gedämpft werden müssen, weil sonst der Klang sehr, sehr lange ist. Und das mache ich mit der linken Hand. Ich bin da hinter dem Tamtam und kann einzelne Töne oder Bereiche wegdämpfen, sodass es keinen harten Abdämpfvorgang gibt. Oder ich kann halt mit dem ganzen Körper schnell abdämpfen, damit der Klang möglichst rapide wieder weggeht. Zum Beispiel so. Solche Geräusche, solche Schläge kommen durchaus öfter vor in der Musik, weil Tamtam eigentlich ursprünglich einen recht meditativen Charakter hat. Also wird ja auch heute immer noch oft dazu verwendet, Zeremonien zu eröffnen. Da gibt es einen großen Tamtam oder einen Gongschlag am Anfang, ja, und dann klingt der so lange dahin. Oder auch in der Musiktherapie werden Tamtams benutzt, eben weil sie so viele Spektralklänge haben und weil man sich so richtig schön reinhören kann. Und wenn man dann das Tamtam einmal leise anspielt und die ganzen Spektralklänge versucht wahrzunehmen, da gibt es unheimlich viel zu entdecken und das hat einen wahnsinnig beruhigenden und meditativen Charakter. So, das ist der Grundgedanke vom Tamtam-Spielen, aber natürlich gibt es eben auch kürzere, schärfere Klänge, die in der Musik gebraucht werden und sogar so ein paar extreme Klänge. Man kann entsprechend der Musik auch verschiedene Schlägel benutzen. Also dieser Schlägel ist jetzt sehr schwer und er versucht natürlich den ganzen Klang aus dem Instrument herauszuholen. Wenn man etwas schärfere, kürzere Schläge braucht, dann könnte man einen anderen, kleineren Schlägel nehmen, zum Beispiel den hier, das ist jetzt das gleiche Modell in der kleineren Version. Und damit spiele ich jetzt mal ein paar laute Schläge, die aber kurz sein sollen. Ja? Da würden sich solche Schläge zum Beispiel viel besser eignen.
Die gibt es noch in mehr Größen. Es gibt zum Beispiel diese kleinere Größe noch, die sich für solche Tamtams kaum eignet. Und dann gibt es ganz andere Modelle noch, zum Beispiel, die ein bisschen flacher sind, welche, die leichter sind. Der ist jetzt zum Beispiel ziemlich leicht. Und dann gibt es welche mit mehr Filz noch drumherum, sodass das Anschlagsgeräusch wirklich komplett weggedämpft wird. Und dann gibt es Stellen, wie zum Beispiel bei Stravinskys Sacre du Printemps, wo er möchte, dass er mit einem Metallstab, der kann wirklich ganz unterschiedlich ausfallen, aber mit diesem Metallstab am Instrument entlang kratzt. Jetzt gibt es die Möglichkeit, hier vorne auf dem Schlag, auf der Schlagseite herumzukratzen. Das hat nur auch ein bisschen ästhetische Gründe. Also man kann diese abgeschliffene Fläche hier vielleicht auch verletzen dadurch. Deshalb mache ich das meistens lieber am Rand hier, solche Klänge. Oder man nutzt sogar die Saite, die hier so ein bisschen abgebogen ist, um so Zischgeräusche zu produzieren. Und immer wichtig ist halt eben, dass man, also dieses Instrument, man muss sehr nah am Instrument sein, weil man den Klang beeinflussen kann und weil man das dämpfen kann dadurch. Also die Nähe zum Instrument ist auch hier wieder extrem wichtig und dafür möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr wirklich die Nähe zu solchen Instrumenten auch sucht. Die Haptik, ne, das Anfassen und wie sich sowas anfühlt, wirklich darauf einzugehen, weil man dann einen sehr guten Kontakt zu diesen Instrumenten herstellen kann. Jetzt schauen wir uns kurz das andere Tamtam an, was in der Seite eben nicht so abgerundet ist, was deutlich dünnwandiger ist und was eben auch nicht so einen vielfältigen Klang hervorbringt, aber trotzdem den Spektralklang hat. Und dafür nehme ich jetzt mal so ein paar andere Schlägel, diesen hier zum Beispiel. Schlage auch etwa, also so an der Grenze zwischen Mitte und Rand, da würde ich jetzt mal so eine Schlagposition sehen. Und schau mal, was dieses Instrument hervorbringt. Ja, also klingt insgesamt schon dünner, klingt heller, aber hat natürlich trotzdem diese Bandbreite im Klang, ne, das wir eigentlich für das Tamtam eben immer brauchen. Und insofern eignen sich solche flacheren Tamtams auch für bestimmte Stellen in der Literatur. Im Orchester wird aber meistens ein Tamtam von dieser Sorte hergenommen. Und die gibt es ja nicht nur in größeren Größen, sondern die gibt es auch in kleineren Größen, sodass man wirklich auch klangliche Unterschiede machen kann. Und wenn man etwas prägnanter spielen möchte oder wirklich dauernd dämpfen muss, rhythmische Sachen oder so, dann gibt es wirklich kleinere Tamtams sogar. So viel mal zu den Tamtams. Und jetzt schwenken wir einmal um zu den Gongs und schauen uns den Unterschied an. Bei den Gongs ist es so, dass sie eigentlich das gleiche Material haben wie Tamtams, aber oft weniger abgeschliffen sind. Man sieht hier nur so Verzierschliffe an der Seite. Der entscheidende Unterschied, also sie sind auch leicht gebogen, haben eine Seitenwand, hinten sind sie natürlich hohl. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass die so Buckel haben in der Mitte und diese Buckel, die sollen dafür sorgen, dass die Töne klar und gestimmt sind. Das heißt, man kann zwar keine gestimmten Tamtams spielen, aber man kann gestimmte Gongs spielen. Und das führe ich jetzt einmal kurz vor anhand dieser drei Exemplare. Das Entscheidende ist hier, um diesen Ton möglichst klar zu bekommen, muss man in die Mitte schlagen. Und ihr merkt schon, dass also je nach Größe, ne, wie gesagt, die bestimmbare Tonhöhe, die macht natürlich auch, die hat einen großen Einfluss auf die Größe, beziehungsweise umgedreht, die Größe hat einen Einfluss auf die bestimmbare Tonhöhe. Und je kleiner die sind, diese Gongs, desto sensibler sind sie natürlich. Ich habe jetzt einfach hier mal so einen Vibraphonschlägel genommen. Und dann ist der Nachklang natürlich auch viel weniger lange und durchdringend. Wenn ich jetzt mit einem schwereren Schlägel darauf spielen würde, dann bewege ich das Instrument zwar stark, aber es kommt kaum ein Ton raus. Umgedreht, wenn ich mit einem zu dünnen Schlägel auf den großen Gong draufschlage,
Dann hört man halt sehr viele Obertöne und man hört wieder ein sehr starkes Anschlagsgeräusch. Aber dieses schöne, warme Nachwummern des Gongs, das kommt durch den kleinen Schlägel halt nicht so raus. Ja? Man kann natürlich jetzt auch mal versuchen, noch größere Schläge für den tiefsten Gong zu nehmen. Es gibt auch noch tiefere Gongs. Teilweise gibt es wirklich über Oktaven durchgestimmte chromatische Gong-Tonleitern. Aber das ist natürlich dann, wenn man jetzt über zwei Oktaven ein Gongspiel hat, dann muss man sich schon entscheiden, welche zwei oder vier Schläge man dafür benutzt. Also man muss auf jeden Fall immer Kompromisse eingehen. Und wie man auch bei diesen Exemplaren hört, ist diese bestimmbare Tonhöhe nicht immer astrein. Also da gibt es durchaus Unschärfen. Man kann die Gongs auch wieder nachstimmen lassen und so. Aber irgendwie hat das für mich auch diesen gewissen Charme, dass es halt keine Klaviatur ist und dass es kein Sinuston ist, sondern dass es wirklich eigentlich ein lebendiges Instrument ist. Und diese Unreinheit, die finde ich, die ist einfach auch charaktervoll. Also wenn es jetzt nicht völlig daneben ist und die nicht unbrauchbar sind, dann macht so eine Unschärfe auch durchaus den Klang von so Gongs aus. Ich schlage jetzt mal mit einem noch größeren, noch schwereren Schlägel auf dieses G und versuche mal einen lauteren Ton noch hervorzubringen. Und dann wird man merken, dass diese Unschärfe auch dafür sorgt, dass der Druck erstmal ziemlich groß ist. Also der Ton, der strahlt dann richtig durch. Ja? Genau. Und ihr seht, dass ich den Buckel nicht immer komplett frontal spiele, sondern so ein bisschen wie bei Röhrenglocken, dass ich leicht von oben komme. Und trotzdem versuche ich von der Anschlagsbewegung, weil ich jetzt eben wirklich den Schlägel auch senkrecht nach oben halte, also aufrecht halte, versuche ich trotzdem, dass der das ganze Gewicht, was er mitbringt, nutzen kann. Und ich nicht das Gewicht wegnehme, indem ich den Arm irgendwie nach vorne bewege oder so, ja? Sondern wirklich wieder fallen lassen, sodass er das ganze Gewicht, was er mitbringt, nutzen kann. Und das Gleiche auch nochmal bei dem kleinen Gong hier oben, den Vibraschlägel wirklich von oben fallen lassen, leicht angewinkelt auf den Buckel. Mit diesem Instrument muss man sich weit weniger beschäftigen als mit Tamtams. Tamtams sind viel individueller und haben natürlich, also je nachdem, wo man mit welchem Schlägel und mit welcher Kraft und Geschwindigkeit anschlägt, ein ganz unterschiedliches Spektralverhalten. Und um wirklich sein eigenes Tamtam gut kennenzulernen und genau zu wissen, wo der perfekte Anschlagsfleck ist für den Klang, den ich gerade möchte, braucht es viel mehr Zeit, als sich nur mit Gongs zu beschäftigen. Ich würde euch trotzdem empfehlen, jetzt als Literatur oder als Hausaufgabe, nehmt euch mal so Geschichten wie Gustav Mahlers Lied von der Erde für einen tiefen, leisen, langklingenden Tamtam-Klang vor. Spielt auch einfach mal ein paar Schläge im Mezzoforte-Bereich, um das Tamtam aufleben zu lassen und zu schauen, welche Bewegungen ihr habt, welches Schwingverhalten dabei rauskommt. Dann würde ich euch empfehlen, kürzere Mezzoforte-Forte-Schläge mal zu trainieren, damit ihr auch das Dämpfverhalten lernen könnt. Ja? Also wie dämpfe ich mit dem ganzen Körper möglichst schnell und sauber? Und dann empfehle ich euch für überhaupt so eine Studie, was mit Tamtam alles gemacht werden kann, Le Sacre du Printemps von Igor Stravinsky. Da kommen nämlich schöne, lange, laut klingende Tamtam-Schläge vor, genauso wie etwas rhythmischere im Wechsel mit große Trommel, wo die dann kürzer und stärker sein müssen und eben auch dieses Gezischte mit dem Triangel oder Metallstab. Und was Gongs angeht, empfehle ich euch mal die Gongstelle von Puccinis Madama Butterfly anzuschauen und mal zu studieren, wie ihr die Gongs aufhängen würdet und wie ihr die spielen würdet, damit sie möglichst schön klingen. Denn wir reden ja hier nicht von einer zeitgenössischen Musik, sondern von einer romantischen, hochromantischen Oper. Viel Spaß mit Tamtams und Gongs. Musik.